Dann Allah. Was bestimmt Allah? Das wird, die bringen dir Schirk bei. Weil diese Leute, Achi Barakallahu Fikum, aufpassen nur, diese Leute haben philosophische Dinge genommen und weil sie mit Philosophen diskutiert haben damals, sie haben das nicht mehr verstanden, dann haben sie gesagt, ja, die Leute verstehen unsere Wörter nicht. Wir verstehen ihre Wörter, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir sind nicht verrückt, aber verrückt und unlogisch denkender wird sowas nehmen, dass er Sufi wird. Weil wenn du logisch denkst nur, unsere Religion ist Koran und Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war da, der hat seinen Gefährten den Islam beigebracht. Die Gefährten haben sowas nicht getan. Und die anderen haben, hat Abu Hanifa sowas getan, was ich jetzt erzähle. Mevlana, Mevlana, ja. Jalal al-Rumi, Jalal al-Din, der arme Jalal al-Din, was er auf seinen Kopf bekommen hat. Und jeder, der lügt eine Lüge und der steckt das in Mevlana. Mevlana hat das gesagt. Möge Allah uns bewahren. Leute, Allah sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Das wird, egal was sie von Gleichnis dir bringen, egal was sie von dir von Gleichnis bringen, dann haben wir dir die Wahrheit gebracht und die bessere, die richtige Erklärung. Alles ist im Koran erklärt. Das geht nicht, dass ein Aqidah auf etwas gebaut wird und es gibt keine Beweise im Koran oder in der Sunna. Wenn wir von Tauhid sprechen, dann schau mal, wie viele Ayat im Koran über Tauhid sind und über die Sunna. Wenn wir sagen, Allah ist der Einzige, erzähl mal, wie viele Ayat über dieses Thema sind. Aber ist das logisch, dass wir ein Aqidah, total eine große Aqidah, Basis der Religion, und es gibt keinen einzigen Beweis? Kein einzige Ayah, kein einziges Hadith? Außer, ja, wir interpretieren das so, weil so und so und so und so, transitiv. Das wird At-Ta'addi, übertragen. Wenn, dann, weil, wann, dem? Und am Ende sagen sie verrückte Sachen. Keiner versteht das. Und die sagen sogar, keiner versteht uns. Wenn die Leute uns verstehen, dann sind wir kein Sufi mehr. Ja, weil die Leute wissen, ja, die sind keine Sufi, die sind Teufel dann mehr, wenn die Leute sie verstehen. Sag mal, warum sagst du diese Wörter? Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, nicht ich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Und er hat gezeigt, ein Weg. Und er hat zwei Wege oder drei, rechts und links gezeichnet. Der hat gesagt, und das ist mein Weg, ein gerader Weg. Und hier, diesen die Wegchen, auf jedem Weg gibt es einen Shaitan, der ruft die Leute, damit sie den richtigen Weg verlassen. Ja, aber der Sheikh, der macht Wahi, sagen die, deswegen. Wahi hat er. Ja, der bekommt nicht diese Wahi, sondern diese Ilham oder. Der bekommt diese von Allah subhanahu wa ta'ala und er schreibt es dann in Bücher, beispielsweise Risale Nur oder Maktubat Imam Rabbani und solche Sachen. Der Sheikh bei Ihnen bekommt Ilham. Und der Sheikh bei uns bekommt kein Ilham? Nicht alle bekommen Ilham. Nicht alle bekommen Ilham. Umar Nasuhi Bilman hat beispielsweise kein Ilham bekommen. Ja. Aber der eine und was ist Maßstab für Ilham und nicht Ilham? Nee. Subhanallah. Ich meine, die Frage ist immer, was ist Maßstab, was ist der Beweis? Allahu A'lam. Was ist Maßstab? Allahu A'lam. Was ist das? Allahu A'lam. Ja, was ist richtig da? Warum Sheikh so bekommt kein Ilham und Sheikh so bekommt... Nur Sufis bekommen Ilham? Das ist der Heilige Geist, Sheikh. Ey Allah, Jazakallah khairan. Wer Sufismus und Christentum vergleicht und Schia und Judentum vergleicht. Subhanallah. Ich habe das gemacht. Inshallah, eines Tages werde ich das als Buch, bevor Sie mich töten, ein Buch. Diesen Vergleich. Inshallah, ich arbeite daran. Subhanallah. Schaut mal, liebe Brüder. Schaut mal, hört mal richtig so. Die Christen sagen, der Heilige Geist, wenn das zu dir kommt, dann bist du rechtgeleitet, ja?
Die Sufis sagen, ja, der Sheikh bekommt Ilham, wenn nur der Sheikh bekommt Ilham. Die Christen sagen, die Liebe, die Verbindung zu Jesus, zu Heiligen Geist verbindet uns. Die sagen, Ar-Rabita verbindet uns. Wer, wo sind die Beweise, dass Jesus, Heiliger Geist, Gott, Sohn und sowas? Ja, Paulus hat das erzählt. Wo sind die Beweise, dass Sufismus so und so und so? Ja, Muhyiddin ibn Arabi, al-Nasafi, so hat erzählt. Gleich, alles gleich. Wieso sagt ihr etwas gegen den Koran? Ja, der Koran hat zwei Tafsir. Ein Tafsir innerlich, ein Tafsir äußerlich. Die innerliche nur kennen ihre Sheikhs. Aber äußerliche können die Leute, aber die Leute verstehen das nicht. Fragen wir die Christen, ja, das steht doch in der Bibel so. Nein, das ist Form, aber die Exegese ist anders als die Käse. Und die fangen an. Dann, dies, gleich. Und bei den anderen auch das gleich, weil die Gründer, das sind bekannt, ja, für diese und für diese. Das ist barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Verliert eure Zeit nicht in solchen Themen. Lernt eure Aqida. Wir lernen unser Glauben und wir praktizieren den Islam. Alhamdulillah, wir brauchen weder diese noch die anderen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das ist keine Schlechtmachung. Allah, ich gebe das als Nasiha für diese Leute. Kehrt zu Allah zurück. Kehrt zur Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück. Kehrt zu eurem Verstand zurück. Dem normalen Menschenverstand zurück. Nur kehrt zurück. Überleg dir. Die sagen dir, wenn du Urin von Sheikh trinkst, dann bist du gesegnet. Das ist gut, Wallah. Wir machen einen Urinbetrieb. Urinfabrik. Von Sheikh. Ja, nur von Sheikh. Und ein bisschen so mit Zitronenseide. Ich kester. Da sagt man, ja, sagen sowas. Khalas, okay. Ich will nicht tiefer erklären, was diese Leute sagen. Wallah al-Azim, derjenige, der in ihren Büchern liest. Wallahi, Katastrophe. Ich habe ein paar Seiten von manchen Büchern von ihnen gelesen. Du kannst nicht mehr, entweder du sagst, du bist traurig, du willst weinen. Und weil du weinen willst, dann fängst du an zu lachen. Sagst du, wer glaubt sowas? Wer kann sowas glauben? Und ich ende meine Würde, dann gebe ich an Abu Jamal weiter. Die Fragen sind alle durch. At-Tawassul Aini ist mit Namen Allahs, mit seinen Attributen und mit guten Taten. Und es kann sein, dass du jemanden sagst, mach für mich Dua, kein Problem. Aber dass du sagst, oh Allah, ich frage dich für Sheikh so und für Sheikh so. Wer ist Sheikh so und Sheikh so bei Allah subhanahu wa ta'ala? Der Prophet Muhammad s.a.w. selber sagt, ich kann für euch nichts tun. Das steht im Koran. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Ich kann für euch nicht. Auf jeden Fall, es gab einen Sheikh, der hieß Hazrat. Eine echte Geschichte, ich habe das selber gehört. Das ist wie die Hadith-Lehre. Sanad. Vom Sheikh. Sheikh Hazrat. Dieser Sheikh Hazrat, ein Mann hat geträumt. Geträumt, Traum. Hier in Arabi? Wallah, in Arabi oder Almani? In Arabi oder Almani? Aslan in Arabi. بعدين بالعربي يعني. هلا هلا. شيخ حزرات بارك الله فيكم. أين من هاد قتروين ده سيتسو شيخ حزرات جي. دامت إيه بقى شيخ حزرات دينا مخت. ده سكجان إن ده تيم ذاك شيخ. إيش هاد قتروين ده سيش باي دي. تروين في لاش ما نشوفه نويش ما دينا باي دي الله يديك. كائن هذا بس قتروين. المهم شيخ حزرات. Der kam zu ihm, der ist bei Sheikh Hazrat 13 Jahre geblieben. 13 Jahre lang. Der hat ihm gedient, er hat ihm alles getan. Er hat gesagt, eines Tages haben wir was geschlachtet. Und in der Nacht gab es Sturm. Und damals gab es gab keinen Strom. Das waren diese Lampen. Ja, diese Gaslampen, Kerosinlampen. Er hat gesagt, in der Nacht, sehe ich Kerosinlampe und eine Person geht in die Scheune. Damals haben wir immer Häuser so gehabt, das Haus ist da, du hast einen großen Garten und es gibt immer Scheune, wir tun dort die
Schafe und sowas, wenn man was schlachtet und so weiter. Auf jeden Fall, der hat gesagt, der ging Hazrat.